Wir haben heute unser traditionelles Schaferfest. Wir haben eine Schafausstellung. Die Schafe sind jetzt vorgestern von den Bergen zurückgekommen, werden heute ausgestellt, werden in 15 Klassen vom Preisgericht, vom Tiroler Landesschafzuchtverband, werden sie prämiert. Die Besten der Besten werden dann im großen Freiring vorgeführt und dort werden dann die 5 Siegertiere ermittelt. Es ist also, so kann man sagen, für einen Schafzüchter das Highlight des Jahres. Heute ist unser Champions League Finale. Früher war das so, wir bestoßen ja schon die Berge da im hinteren Ötztal mit den Schafen seit vielen Hunderten von Jahren. Früher hat man das Schaf gehalten wegen der Wolle. Die Wolle, das war eigentlich Gold, das war Gold wert. Daraus haben die Bauern ihre Bekleidung gemacht und auch das Fleisch und auch, wie ich schon erwähnt habe, die Genügsamkeit der Tiere und vor allem die hohe Fruchtbarkeit. Ein Schaf hat bis zu zwei Ablaumungen im Jahr, man hat im Schnitt 2,7, hat heute der Landesobmann gesagt, Lämmer, was also ein Schaf pro Jahr auf die Welt bringt. Und die Faszination früher und heute, ich meine, in der Schafzucht ist so, wir messen uns, wir unterwerfen uns den Zuchtkriterien des Landesverbandes, wir messen uns mit unseren Schäferkollegen. Der Mensch an und für sich will gewinnen, der Mensch will weiterkommen, sei es über seine Leistungen, sei es über Leistungen in der Tierzucht. Was aber das Wichtigste ist, ist die Verbundenheit zur Heimat. Die Freude am Tier, die Freude an der Schafzucht und die Liebe zur Landwirtschaft. Und ja, ich würde sagen, das ist es, was es ausmacht. Ich habe mich für die Schafe entschieden. Mein Vater züchtet seit über 50 Jahren Schafe. Ich habe das mit Liebe und Leidenschaft übernommen, wie auch meine ganzen anderen Schäferkollegen hier. Und das macht den Bauern aus. Die Freude am Tier und die Liebe zur Heimat. Also das Wichtigste für ein gutes Schaf ist ein schöner Sommer, ein guter Sommer, ein warmer Sommer und ein fauler Hirte. Schafe sind genügsame Tiere. Schafe sind faule Tiere, wenn man sie will. Schafe auf den Berg oben, wir weiden die immer in bis zu 2800, 3000 Meter. Ein Schaf geht gern langsam. Sucht sich überall das beste Graslauser, frisst ein bisschen, legt sich wieder in die Sonne, entspannt. Und einen guten Schafer macht aus, dass er sein Schaf während der Winterzeit entsprechend pflegt, dass er es entsprechend futtert, dass er auf den Gesundheitszustand schaut, der Schafer, dass er bei der Ablaumung da ist. Aber auch, dass er das Schaf auftreibt, dass er sie auch umbringt, der Berg. Auch ich fahre mit den Schafen so in der Zeit Mai, Juni. Und dass er danach schon das eine oder andere Mal dazuschaut. Aber auch dem Schaf seine gebotene Ruhe gibt. Für die, wie ihr schon gesagt, für das Schaf ist wichtig, ein guter Sommer und ein fauler Hirte. Sölden TV. Hier bist du der Star.